Hallihallo, und da sind wir dann auch schon wieder mit unserer Lieblingsente, Enten, wie auch immer. So, jetzt muss ich erstmal gucken mit der Tastatur, weil das mit dem Save Set hat irgendwie nicht so geklappt, wie ich wollte. Hat das abgestürzt, tut und dann so, ne, bumm. Das heißt, ich muss das erste Level nochmal neu machen. Dann hatte ich nochmal aufgenommen und habe die beiden hier schon geschafft gehabt. Und dann hat Fraps nicht aufgenommen. Und jetzt darf ich dann jetzt nochmal irgendwie hier so machen, wenn ich die... Das war die Taste. So wie ging das? Ja, so ging das. Okay. Ja. Gut, jetzt weiß ich halt, wie es hier so vonstatten geht. Help, Hui has kidnapped. Save him, please. Immer noch. So, wer jetzt nicht weiß, wer Hui ist, entweder Tick, Trick oder Track, also einer von den dreien auf jeden Fall. Ja, sicher, genau dann endet das. Also auf jeden Fall der Rote halt. Thanks, Uncle Scrooge. Just what? This house has an illusion wall. Ja, has an illusion wall. Heißt so viel wie, ich kann irgendwo durch die Wand gehen. Und wie gesagt, ich weiß jetzt halt leider, wo das ist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das eine ewige Sucherei war. Bis ich dann mal endlich gefunden hatte, wo ich eigentlich überhaupt hin musste. War es hier? Nee, hier war das noch nicht. Hier war das auch noch nicht. Schalala. Oh, wow. Zack, 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 zack. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich richtig bin. Ich hoffe es einfach mal. Hier war auf jeden Fall noch die Schatzkammer. Die wir natürlich nicht unausgeraubt lassen. Und schließlich sind wir Onkel Dagobert. Onkel Dagobert würde sowas nie machen. Niemals und niemals nie. Ich kann natürlich jetzt nur hoffen, dass er wieder aufnimmt. Und nein, das war natürlich nicht der richtige Weg. Hätte ja auch mal klappen können. So auf Anhieb. Also ich muss irgendwo anders lang. Muss man mal fahren, wo ich jetzt genau lang muss. So, ist weg. So, komm. Schatztruhe nehmen wir immer mit. Ist egal, was davor steht. Das tut man einfach. Ja. Gibt der hier oben nicht noch ein Leben? Oder auch nicht? Hey, jetzt komm. Jetzt sterben fände ich uncool. Ich glaube, hier war das. Ja, hier war das. Das hier, ein verdammt nützliches Item. Zwar sah aus wie ein Stern, aber jetzt können wir 4 Treffer einstecken. Und das bleibt nicht nur für das Level, nein, es ist beständig. Das heißt, ja, wir freuen uns. So. Dann könnte man sich fragen, wie man da oben rankommt, aber dafür muss man einfach nur da oben schießen. So, es ist herrlich, wenn man einfach alles weiß. Aber es gibt nicht nur eine Illusion Wall. Nein, es gibt sogar noch eine zweite und die ist hier. Ja, gut. So, jetzt hier rein. Und... Oh, ein Geist. Und der Geist war schnell geoffscreened. Okay, der Geist ist auch kein Problem. Wow, oh, Diamanten. Ey, komm. Diese Geister haben auch keine Flugbahn, ne? Oh ja, das ist episch, auf dem Stock. So ein Gundelei-Gaukel, yeah. Und sie ist unfair, weil da kommt man nämlich echt nicht an sie ran. Heißt, oh ja, komm. Leck mich, Gundel. Man muss das irgendwie so machen. Beziehungsweise sie kommt, sie kann auch tiefer fliegen. Irgendwie. Nein! Ach komm. Ja, aber so nicht. Also so fliegt sie nicht tiefer, so fliegt sie einfach nur bedrissen schön. Sie fliegt die ganze Zeit auf einer zumindest für mich ätzenden Höhe, ja. Also sie kann noch höher fliegen, wie man jetzt sieht. Das ist nicht schön. So. Zack, ich weiß gar nicht. Ich glaube, sie braucht auch 5 Treffer. Und sie kann natürlich wieder auf so einer Höhe fliegen. Oh Gott, mach jetzt nichts. Und das ist die Höhe, die wir brauchen. Yeah. So. Wow, Gundel beim ersten Mal. Das hat auch deutlich länger gebraucht bei der ersten Aufnahme. Ja. Gut, Gundel Gaukula ist besiegt. Und irgendwie habe ich das letzte Mal 1,3 Millionen. Aber ich habe auch das ganze Gebiet abgelappert, ey. Hat ewig gedauert, bis ich das hatte. So, dann haben wir jetzt Transsilvanien geschafft. Yeah, und jetzt begeben wir uns auf die Suche nach einem Kristall. Und zwar in... den afrikanischen Minen, und die afrikanischen Minen sind lang. Das ist ein langes Level. Mit merkwürdigen Kreaturen, wie diese hier zum Beispiel. Ja, sicher doch.
You will need a K to get in. It's in Transylvania. So, jetzt fehlt mir da so ein bisschen die Logik. Warum ist in Transylvania der Schlüssel für hier? So, erstmal alle Dingens haben die Köpfe weg. So, und in diesen Spiegel kann man am Anfang nicht rein, wenn man das erste Mal da spielt. So, und jetzt kann man da rein. So, jetzt wird mich mal ganz... Ich mache hier mal ein Safe State. So, Safe State. Nur um zu gucken, was hier ist. Ach, da kommst du dann zurück. Ja, das ist eine schöne Verarschung. Nee. Eureka, it's a Skeleton King. King, sag ich schon. The Skeleton Schlüssel. Warum auch immer wir einen Skeleton Schlüssel für das. Für ein. Oder für die afrikanischen Minen brauchen. Jetzt können wir hier einfach so durchgehen. So, das. Also, das sind schon fast die. Wow, gemeinsten Gegner in dem Teil hier. Wow, 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 wow. Ja. Ich hoffe, dass jetzt klar geworden ist, dass ich diesen Gegner nicht mag. Übrigens, ja, man sieht, man hat die, wow, 4 Punkte behalten. Ich glaube, ich muss nach unten. Nein. Muss ich jetzt nicht? Ich muss weiter holen. Ah ja. Nein, komm. Da durch. Danke. So. Ich meine, wenn man weiß, wo man lang muss, ich habe alles abgeklappert. Ich habe wirklich einfach alles abgeklappert. Beim ersten Mal, so was war hier. Oh, ja. Aha, Secret. Okay, das. Wow. Was für eine große Schatzkiste. Meine Güte. Nein, den habe ich nicht gefunden, den Schatz. Als ich das hier das erste Mal gemacht habe. So, ganz viel von diesen Steinen. Wofür die gut sind. Ja, das ist auch ein schöner Trick. Hier kommen diese fischähnlichen Wesen raus. Überall und so. Hier dachte ich, das geht am Anfang nicht, aber hier kommt auch ein Fischmensch raus. Ich meine, hier kämpft auch einer. Hier. Und hier kommt natürlich auch nochmal einer. Oh, oder auch nicht. Ich, ach Gott, ich dachte, da wird einer kommen. Ja, und wir dürfen wieder ganz von Anfang an anfangen. Weil es so schön war. Wieder ganz von Anfang an. Und das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Man da wirklich nochmal alles machen muss. Finde ich, hätten sie noch einen Save-Punkt mehr einbauen können. Aber mich hört ja hier keiner. So. Ich dachte echt, dass da noch ein Fisch mehr Mensch rauskäme. Es hätte jetzt irgendwie so logisch in die Reihe gepasst. Finde ich. So. Das hier runter. Das. Also, wie gesagt, das Level ist lang. Besonders wenn man noch alle Wege geht. Und man nicht weiß, dass da nichts auf einen wartet, großartig. So, hier kommt noch einer raus. Hier wollen sie einen verarschen, weil da nämlich keiner rauskommt. Da kommt noch einer raus. So, treffe ich dich damit? Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich auch? Wow. Fick dich, Ledermaus. Wow, und wieder kommt so ein Fischmann raus. So, und hier ist, glaube ich, dann der Safe Point. Weil hier mal wieder unser netter Freund steht. So, wie ging's weiter? Pflanzen und so weiter. Och komm. Würdest du dir da nicht so hässlich den Kopf schützen? Das ist doch. Also das sind die drei Neffen. Erstmal, warum haben sie keine Kappe an? Hä? Warum sitzen sie in einer afrikanischen Mine irgendwo? Unlogisch. So. Hier den Kopf vorstecken. Kopf. So, und dann geht's hier runter. Und warum sterben? Also, nee. Theoretisch sind jetzt gerade meine Neffen gestorben in dem Teil. Weil, weiß nicht. Das ist merkwürdig, das ist echt merkwürdig. Warum sterben? Das ist, ne, das gibt, also für mich gibt das keinen Sinn. So, hätte ich gern. So, den hole ich mir jetzt auch. Ja, okay, ja, one get. Und da steht noch ein kleines Mädchen. Sag mir was. Use the Seasum Uncle Scrooge. Okay. Ja, okay, wir fliegen. Ja, das ist auch eine schöne Verarschung. Beim ersten Mal hatte ich noch einen Lebensstrich und bin dann genau auf das Ding gefallen. Das war schön. So, hier geht's jetzt Ewigkeiten hoch. Ah ja, hier. Also entweder ich habe irgendwo was verpasst. Oh, Kuchen. Ich mag Kuchen.
Oder, na, keine Ahnung. So, Fledermaus, screenen wir mal ganz schnell auf. Ja, und hier ist der Boss. Also wie gesagt, wenn man nicht weiß, dass hier der Boss ist, dann dauert das eine halbe Ewigkeit, hier hinzukommen. Und der Boss ist nicht schwer. Der Boss ist super einfach. Wie selten ein Boss war. Der rollt halt immer seine Runde und dann muss man hier warten und dann trifft man ihn. Und dann irgendwann rollt er da, wo du gerade stehst und oh, hat mich getroffen. Nice. Und der braucht halt auch 5 Treffer und das ist nicht schwer. Okay, und damit hätten wir dann unseren Kristall. Yeah. Du, 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 du.